Hey liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Mit mir dabei wieder mal der Rufen, der in Höhlenerkundungstouren unterwegs ist. Hier ist kein Echo, ist eine Scheißhöhle. Ich verstehe eh nie dieses Schü oder wie auch immer. Schü! Genau das. Das verstehe ich nie. Ich auch nicht, aber ich mach's trotzdem. Weil's cool ist. Weil's also, hip. Genau, unsere Eltern würden sagen, es ist trendy. Es ist oh. Es ist Coolio. Nee, der macht keine Musik mehr. Der wird nie alt, der wird nie alt. Achso, ich kann ja kurz erstmal zeigen, was Rufen hier neu geplant cool hat. In the gang. Was? The Gang. Cool in the Gang, ne? Achso. Also ich kann schon mal so viel sagen, ich wollte viel bauen, hat's bin dann hängen geblieben. Das wissen wir. Bei, ich glaube, 2 Wagen. Also ich da dran geklatscht, dann habe ich geplant und jetzt. Also das hier hat er neu geplant. Oh, also so ein Ausguck, sag ich mal. Ja, ich habe hier noch mehr geplant, aber das habe ich noch nicht platziert. Und das hast du noch nicht platziert? Wo hast du denn was geplant, wenn du in der Höhle bist? Ja, jetzt suche ich erstmal ein paar Ressourcen zusammen. Was anderes. So. War die Seilrutsche schon da vorher? Hä? War die Seilrutsche schon? Die Seilrutsche war vorher noch nicht da. Die habe ich halt auch gebaut, falls ich in diesen Höhlen bin. Dass ich dann schnell runterkomme, falls ich Hungersprobleme habe, ne? Weil du kennst mich, du weißt, wie ich aussehe, da passiert sowas schnell. Verhungerung. Weißt du, ich darf dann aber keine dicken Witze mehr machen. Das ist dann wieder gemacht. Ja, nee, ist ja auch nicht in Ordnung, Arnold Schwarzenegger. Ich bin nicht Arnold Schwarzenegger. Ja, dann nenne ich dich halt Muschi. Okay. Nein, wow. Auch das nicht. Wow. Toll. So, wir gehen jetzt mal zu mir zurück, weil Ruben hat freundlicherweise meine alten Konstruktionen abgerissen, bis auf den Wagen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, da wo 2 lilane Fähnchen sind, da kann ich hin. Gehen wir davon aus. Da, nee, da wo die 2 lila Fähnchen sind, das sind deine Wagen. Okay. Das heißt, du musst nur dahin, wo das andere, wo das Haus halt steht oder angezeigt wird. Okay. Da musst du hin. Dass die Wagen auch nicht kaputt gehen, das verstehe ich nicht. Hey, ich habe sie wirklich, also die Grünen wären stolz auf mich, ich habe sie einfach ins Meer geschmissen. Macht man heutzutage mit seinem Benziner auch. Einfach in der. Umweltbewusst. Wir? Ja. Weißt du, was ich lustig finde? Waldbrände. Oben. Was denn? Alter, weißt du, hier wirst du für alles kritisiert. Weißt du, ich darf doch wohl mal Waldbrandwitze machen in einem Spiel, wo ich mehr als 10 Milliarden Bäume wegroder. Nein, darfst du nicht. Weißt du, privat sagen, oh ja, also ist ja jetzt nicht in Ordnung, dass sie hier den Wald abholzen, ne, für Papier und sonstiges. Aber in diesem Spiel, Alter, hier alles wegholt, rodern, Alter, was geht, oder wie? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, ja. Ich bin voll Mr. Doppelmoral. Stimmt. Ist das nicht in Ordnung, dass sie den Dschungel wegholzen? Ja, lass mal hier jetzt alles wegrodern. Ah, du bist eh so ein Doppelmoral, ne? Ich sag nur, ja, ich finde das nicht so gut, dass sowas wie Zoos und sowas, ne? Aber hier Tiere in kleinen Käfigen halten, ja, ja. Das ist er, der Rufen. Ja, darum ja. Ich bin Mr. Doppelmoral. Jetzt lass mich wenigstens meine Waldwitze machen. Okay. Das ist immer so weird, ne, dass alles weg ist, wenn ich hier ankomme. Aber dann, wenn ich jetzt so ein bisschen hier rumlaufe, dann spawnt es auch alles wieder. Hey, liebe Leute. Hey, liebe Leute. Habt ihr Lust auf ein bisschen Qualenjili? Das ist einer der Gründe, warum ich dich mag. Weißt immer genau, was ich meine. Mhm. Ich habe eben auch in Biomutant habe ich auch Pokémon zitiert. Ui,
Alter, Luxus. Zwei Gaskanister. Das ist ja richtig Premium hier jetzt geworden. Der Ort. Beiseite mit euch, ihr Gering. Warum fliegen hier die Sachen um, wenn ich da nicht mal gegenrenne? Weil sie keinen Bock mehr auf Alter. dich haben. Spaß. Nur diese Geringverdiener hier. und ich hole wieder Baumstämme. Badam, bam, badam, bam, Ist bam. es draußen dunkel? Nein. Warum zeigt dieses Loch dann dunkel an? Und Regen. Because of you. Bin meiner Zeit voraus, weißt du? Bei mir regnet es einfach schon. Merkt das Bei schon. PS5 und so. Oh. Ey, der Witz, der wird nie alt. Außer du hast selber eine. Dann wird er alt. Ja, weil bis ich eine habe, da ist schon die PS6 draußen. Ja. Boah, Alter, blind! Ich muss mal meine Fallen neu platzieren. So, zack, zack. Schnell mal ein paar Stöcke einsammeln. Ich muss jetzt den anderen Höhleneingang benutzen. Hatte man nicht irgendwie auch so eine Tasche, die man sich bauen konnte für mehrere Stöcker? War da nicht was? Ja. Muss ich mir mal Das ist schon anfertigen. längst gemacht. Ja, ich noch nicht, weil ich noch nicht irgendwie Stöcker sammeln musste, so extrem. Ich sag's doch, the Basics, Junge, the Basics. Das ist immer wichtig, the Basics. Ach Mist. Wenn du Ich habe Basics kein, ich hast, habe hast kein, du. ich habe kein Gars mehr. Das ist eine Lüge. Du weißt genau, warum es eine Lüge ist. Ich muss mal gucken in dem Dorf, was hier ist. Da ist das eigentlich immer. Was? Warte mal, Benzin. jetzt driftet dieses Let's Play in ganz komische Richtungen. Benzin, Mann! Ja, nee, du gehst zu einem Dorf und willst gar. Und was du baust. Ja, ist klar. Und ich bin der Schlimme von uns beiden. Bist du auch? Ja, nee, ist klar. Ist klar. Klein Adi. Ich kann ja mal heute das, also das, was Warte noch. mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du redest von kleinen Adi und möchtest jetzt sagen, du möchtest mir heute. Ist okay! Hä? Ist okay! Ich werde sterben, ich werde dieses Let's Play nicht überleben. Er will mich in seine Anlage einladen. Nee, das In habe ich ja sein gar nicht Lager. gesagt. Ja, genau. Das habe ich gar nicht gesagt. Ja, ich vertraue kleinen Adi nicht. Ach, hier kann man auch speichern, lol. Hier ist so ein Zelt. Achso, ich wollte dir nur mal sagen, ne? Dein Name ist der drittunbeliebteste Name in ganz Deutschland. Habe ich letztens herausgefunden. Platz 1 ist eine Lüge. Welch Essen? Platz 1. Rate. A Punkt Punkt. Also das was du. Genau. Aber das ist eine Lüge. Propaganda, würde der Mann sagen. Propaganda. Fake Hey, jetzt News. bin ich schon wieder bei dir. Wo ist das Dorf gewesen? Hi. Verstehe ich nicht. Wo war das Dorf nochmal? Oh Gott! Wenn die Bäume auf einmal alle weg sind. Vor allen Dingen, er schreit, oh Gott, so hat mich noch, also du kannst mich gerne weiter so nennen, ne? Ich habe damit Na, kein Problem. der wird so, der Witz ist so ausgelutscht, ne? Das ist ausgelutscht als Marcel. Grüße gehen Got raus. him! Ich habe gesagt, Mark. Ich höre es mir an. Ja, kannst du dir gerne anhören. Ich wollte das erst sagen, aber dann fiel mir ein, nein, so sehr dann auch wieder nicht. Doch, doch. Nee, Du das musst auch Problem zu ist jedes sein. Mal, Hä, wenn lol, hier ist ein Teich. So, jetzt zeige ich Und mal da ist wieder, ein wie anderes rückfällig Dorf. ich bin. Wow. Jedes Mal, wenn du mit irgendwelchen Frauen ankommst, benutzt du sie erst, bevor du sie mir gibst. So. Was denn? Wenn Ich sag's aus. doch, ich bin asozial. Ja. Hier Weißt du, ist. andere würden sagen so, Digga, warum bist du noch mit dem befreundet? Kevin denkt sich so, das ist sein Humor. Ich verprügel ihn trotzdem.
Nein, 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 nein. Ich wusste es! Ich wusste es! Daher sind wir die blauen Flecke. Was? Nee. Was? Nee, nicht daher. Ich habe hier ein Dorf gefunden. Hoffe ich Ein zumindestens. kleines Mini-Dörfchen. Und so wie es ausschaut, waren Hast du hier. Borsen gefunden? Alter. Oder Beber? So, da sind wir wieder. Hast du denn Benzin oder muss ich dir eins hier überlassen? Nee, kannst du nehmen, ich hab genug. Okay. Auf jeden Fall habe ich zwei. Das ist schon mal etwas. You are beautiful like diamonds in the sky. Yeah. Und sonst so? Ach, alles gut. Außer dass Das ich freut mich. wieder Formel 1 Diskussion starten durfte. Diskussion. Ach. Ja. Wieder mit dem Altbekannten. Nee, Max Verstappen fährt an diesem Wochenende für mich mit einem illegalen Heckflügel, wie Lewis Hamilton letzte Woche. Aber da heißt es jetzt wieder nur, das ist nicht gewollt. Bei Lewis Hamilton war es natürlich mit Absicht, dass der Heckflügel da aufging. Das ist wieder zweierlei Maße, ne? Weißt du, bei Red Bull wird dann wieder gesagt, ah nein, das ist nicht gewollt. Ne, Max, du da so, nee. Aber bei Lewis Hamilton heißt es dann wieder, das Ja, das machen sind sie halt mit so, Absicht. das ist halt immer so das Problem, ne? Viele können auch nicht differenzieren oder generell halt auch nicht mal auch mal seine Lieblinge so ein bisschen kritisieren. Das geht halt nicht. Das können Ja, halt nicht für viele. mich war es halt, ob es jetzt gewollt war oder Peng. Das Auto war zum Qualifying hin illegal von Lewis Hamilton. Das heißt, die Disqualifikation, die er bekommen hat, war richtig. So, ob das jetzt gewollt oder geplant oder was auch immer, ist in dem Fall scheißegal. Es war illegal. Ah, ich habe eine Höhle Ne? gefunden. Disqualifikation. Aber ich glaube, es macht keinen So. Sinn, da jetzt runter zu gehen, weil wir wollen ja jetzt eh kurz schlafen gleich wahrscheinlich. Und jetzt ist bei Lewis Hamilton, bei Max Verstappen halt das Ding auch illegal. Da heißt es jetzt irgendwie davon von den Leuten, ja, das ist nicht so gewollt. Ja, war es bei Herrn auch nicht, weil da war es auch zwischen dritten freien Training und Qualifying war das Auto noch legal. Dann hat sich im Qualifying was gelöst am Heckflügel. Damit war von der Regel her das Auto illegal. Also, ne? Aber das ist ja dann wieder egal. Das ist halt so dieses zweierlei Maße messen, ne? Weil. Nur Das weil der ist ja, eine. das ist halt auch sowas, was ich zum Beispiel bei Christian Horner immer so ein bisschen kritisiere, wenn Mercedes irgendwie was hat, was denen einen Vorteil bringt, dann ist er immer der Erste, wie so eine kleine Petze, der dann halt zur FIA rennt. Und dann halt sich beschwert. Macht er, wenn er aber selber auf die Idee gekommen wäre, hätte er es auch gemacht. Und Ja. hätte dann alles da dafür genutzt, dass Max natürlich nicht disqualifiziert wird. Das finde ich Ja, halt immer so ein also bisschen schade, dass man da nicht mal ein bisschen auch mal auf sich selber gucken kann. Und das ist mal auch. genauso wie jetzt mit dem Motor, ne? Das ist auch das Beispiel, was du sagst. So, dieser Motor soll angeblich ein overpowerter Motor Alter, sein, auf einmal ne? ist es instant dunkel. Ja, das mag ich immer so an dem Spiel. Das ist ein realistischer Tag-Nacht. Verbraten. Ja, war lecker. Ach Mann, das ist doch doof. Das ist Dovi. Wie viele Stöcker brauchst du? Viel. Weil du kannst 20 auf einmal dann mit dem Beutel tragen. Das ist gut. Da brauche ich einen Doppelbeutel. Nee, du darfst leider nur einen machen. Nein, Ich Spaß. weiß, total unlogisch. Man könnte sich zwei machen. Aber ja. Diese verdammte Physik-Engine.
Ich hinterfrage hier eh nichts mehr, weil ich meine, einerseits kann ein einzelner Mann zwei Baumstämme auf einmal auf einer Schulter tragen, aber ein Stockbeutel, da kannst du nur einen machen. Findest du das unrealistisch? Nee, es ist total realistisch. Weißt du, wenigstens verschwindet er nicht, weil er nur weil er auf einem Motorrad mit jemand anderem sitzt. Weiß nicht, wie du meinst. Ich auch nicht, keine Ahnung. All you have to do is follow the goddamn train, Follow the CJ. goddamn train, CJ. Ah, ich hab ihn. Den Stockbeutel. Achso, ich dachte, das ist was anderes. So wie sich das kurz angehört hat. Ja, also manchmal bin ich mir jetzt nicht sicher, ob du da wirklich noch The Forest spielst oder in ganz anderen Gebieten abgerutscht bist. Hello Kitty Family Funhouse. Hello Kitty Family Funhouse. Ja. Oh, Alter! Ich habe mich gerade voll erschrocken. Nee, hier war irgendwas auf dem Fernseher, ne? Ja. Schmutz, aber das sah in dem Moment eben gerade, als ich um die Ecke gekommen bin, aus, als ob da ein Kannibale war. Ich dachte mir so, wer hat jetzt Friendly Fire angemacht? Wer hat die Monster wieder aktiviert? Ich. Oh, Alter. Ich bleib bei einem blöden Baumstumpf hängen. Du bist bei zwei zu vielen Menschen. Ja, ich weiß. Endlich mal was im Baumstumpf. Gib der Natur die Schuld an dem Versagen deines Lebens. Mach ich auch nicht. Doch, das tust du. Ich finde schön, dass du mit dir selber redest. Wie schon so weit, ja. Hey. Selbst ist der Mann, heißt es doch. Oder war das jetzt was anderes? Ich bin mir sicher, das war was anderes. Ah, oh, das ist Lurch. Diese blöden Mistviecher, ne? Die sind so schnell. Nein, nein, sonst musst du den. Nein, 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 sonst musst du den packen. nein, aus. Ich weiß ganz genau, in was für eine Richtung du gehen willst gerade. Mit Hä? diesen Witzen. Der Lurch ist Mann. weg. So, dann gehen wir mal hier in der Höhle, einfach mal um was anderes zu zeigen. Ich wollte einfach nur mal nur sagen, ich mag Lewis Hamilton, der ist auch schön. Owen. Ich, Was ja, denn? Was ich habe ich jetzt weiß. gesagt? Ich Was habe weiß, ich was jetzt du. gesagt? Nee, ich weiß ganz genau, was du damit andeuten wolltest gerade. Ich hab's mir Nein. genau gewusst, ja. Nein. Ich wollte hier gar nichts andeuten. Alter, ist das eine tiefe Höhle. Wenn du eine Höhle mit Dynamit und Benzinkanistern findest, dann ist es meine Höhle. War sie auf so einer Lichtung? Nee. Die ist in der Nähe bei mir. Und oben am Eingang ist eine blaue Fahne. Weißt du, das ist das Einzige, was ich bei The Forest hasse, ne? Einfach dadurch, ich weiß, dass die Friendly Fire, beziehungsweise dass die Mutanten aus sind. Ich weiß Und es. trotzdem ist es so ein beklemmendes Gefühl, wenn du in der Höhle bist, ne? Ja, jedes verdammte Mal. Du weißt, da kommt nichts, aber alleine wie die Höhlen auch gestaltet sind, denkst du dir so, gleich kommt es, gleich kommt da, gleich kommt da, gleich kommt da. Ja, vor allem, wenn hier die ganzen toten Babys halt liegen, ne? Ach, in der Höhle bist du. Nee, das ist nicht meine. Das ist nicht meine. Zeit ist es jetzt so ein beklemmendes Gefühl schon wieder. Wehe, du machst das an, ne? Ohne Witz, ich töte dich im echten Leben. Hä? Was soll ich denn anmachen? Ich kann Ne, das die. nicht mehr anmachen. Achso. Nee, ich kann nicht mehr anmachen. Das ist jetzt aus. Hätte ja sein können. Nee, dann haben wir voll Assi, Alter, jetzt genau in der Höhle. Instant neben dir gespawnt. Voll der Hardcore-Assi-Move. Warte mal, ich muss noch kurz auf Einstellungen. Nein! Nee, geht nicht. Ich kann nur PvP-Schaden anmachen, Zerstörung von Gebäuden, nachwachsende Bäume. Wie gerne würde ich, dass die wieder Hör wächst. auf! Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann nicht die wieder anmachen. Wenn ich einmal auswähle,
dass wir so gesehen im freundlichen Modus sind oder Kreativmodus, wie es in anderen Spielen heißt, kann ich den nicht Oh, ich wieder habe Schoki auslocken. gefunden. Ach, bin voller Schoki! Oh, die schönste Szene aus ganz Simpsons. Ach, Kenniglofen, ich bin voller Schoki! Ich mag die Simpsons. Ich auch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht wieso. Mensch, ich hab die Monster angemacht, wenn du wieder rausgehst. Was? Was? Dann so warten sie da vorne. Ja, ich hab die davor platziert. Ich kann die selber platzieren. Ey, aber auch diese Wenn ich sie ganzen wieder anmache. Babys hier, ne? Ich bin so froh, dass es das aus ist, ne? Die Babys sind manchmal echt assi, wenn sie dann so in dir entgegenspringen. Na, ja, hoffen wir mal, dass es nicht noch nicht machen, ne? Hör auf jetzt. Stell dir Ich, mal das vor, du Ding ist drehst halt, dich ich hier weiß. um und es kommt geflogen. Das Ding ist halt, ich weiß halt wirklich nicht, ob man das wirklich nicht nochmal einstellen kann. Deswegen, ich habe Nein, auch nicht kannst nachgeguckt. du wirklich nicht. Also, ich kann das wirklich nicht. Sonst hätte ich es schon längst gemacht, du kennst mich. Ja. Einfach für den Joke. Hätte Ja, ich schon längst natürlich. gemacht. Aber nein, kann ich nicht anmachen. Vor allem, wohin sollen die denn dann verschwinden? Einfach despawnen oder einfach tot Ja, umfallen? beides. Da fallen können die ja Okay. nicht. Naja, gut, die könnten auch tot umfallen, indem sie deine Anlage böen, ne? Also. Ich kündige jetzt schon mal an, jetzt kommt ein Cut. Ich habe Okay. nämlich schon mal in der Geschichte gesehen, dass die Leute umgefallen sind wie Fliegen, die nichts wert waren. Mmh. Au, instant hingefallen. Aua. Karma. So, da sind wir wieder. Kurz mal Rücken geknackt. Also, ich mache jetzt mal akustisch was für die Fans. Mami, Den irgendwas stimmt ASMR. mit Hase nicht. Bisschen ASMR. Ja, ekelhaft. Warte. Alter, hör doch mal auf damit! Was denn? Dann fragt er Warum nur so Soße blöd. aufgemacht? Ich war. Ah, Ja! Bin ich gar. Okay, ich hab gesabbert. Goll. 25. Ich sabber. Ich hab's richtig weit gebracht im Leben. Ah, vom Kühlschrank ins Zimmer. Die fressen Hurensohn. Ich hoffe, du verreckst. Ja, ich hab dich auch lieb. Du Arschloch. Nein, das darf ich jetzt wieder nicht sagen, sonst muss ich Angst haben, dass so ein Witz rausgekattet wird. Ja, weil das, irgendwann reicht's auch mal. Das Ding ist halt, du machst nie so viele Witze, wenn wir uns privat irgendwie sehen. Aber wenn eine Oder. Aufnahme ist, Alter, Oh ja, doch, Mann. dann mache ich das auch. Ja, so oft doch nicht. Klar. Nee. Erinner dich mal an deinen Mental Breakdown, was ich da für Witze gerissen habe. Welchen? Den ersten, den zweiten oder den dritten? Als wir diesen tollen Tag verbracht haben, an einem bestimmten Ort. Oder habe ich den Frederiks Gegenwart gesagt, weil du so mental fertig warst? Ich glaube eher das hier. Ja, da habe ich den, also, da war ich richtig on fire. Nein, nein. Squid Games ist gut. Dragon Ball ist auch gut. Das kann sein, ja. Ja, Vielleicht. solltest du dir mal angucken. Dann weißt du, was ich meine. Aber das guckt man ja mit Mitte 20 nicht mehr, ne? Zeichentrickserien, Habe ich ne? gar nicht gesagt.
mir irgendwelche Wörter in den Mund zu legen. Warum guckst du es denn nicht hin? Weiß nicht. Okay. Animes haben mich eher nie so richtig gecatcht, bis auf Yu-Gi-Oh! Und Pokémon. Und Avatar, wenn man das noch dazu sieht, aber ansonsten. Avatar ist ein Streitthema. Das ist jetzt ein ganz, ganz heikles Thema. Avatar ist ein Streitthema. Sie ist auch als Animation, aber es ist offiziell eine Kinderserie. Ja. Also, warum du guckst die schlechten Pokémon? Digga, guck Digimon. Viel besser. Oh, da ist ein Bambi! Da ist Bambi! Dauert jetzt wieder 10 Jahre, bis er es in irgendeinem Berg verliert. Das war bei dir. Kein Wunder. Was? Kein Wunder, dass ich es verliere. Wer baut auch, wir brauchen auch ein Loch zu. Ich? 2 Bambis! Ich brauche einen Bogen. Wie baut man hier einen Bogen? Ich hab die Schnauze voll. Bei Holzstöcker einen Bandfaden brauchst du und dann kannst du. Ich glaube 2 Seile brauchst du, bin mir aber nicht ganz sicher. Ob 1 oder 2. Hey cool, da ist wieder was in der Falle. Ich mach mir gar nicht den Aufwand, weil vom Aufwand her ist halt so ein Reh extrem viel und rauskriegen tust du halt dasselbe wie wenn du einen Lurch oder einen Hasen frisst. Also der Aufwand, so ein Vieh zu töten, ist halt schon viel zu groß, weil du brauchst mindestens 2 bis 3 Pfeile, bis das Vieh tot umfällt. Du musst dann halt jedes Mal perfekt treffen, ne? Mhm. Wo ist denn der jetzt hin? Ach da. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Pfeile macht. Ich habe welche gefunden, aber würde da auch nochmal stehen. Ich habe hier in der Nähe auch Pfeile, ich weiß auch, wo sie liegen. Hier vorne noch einen Baumstamm, einen Bauri, dann haben wir die Ausguckplattform fertig. Hä? Wo ist das Dreh hin? Das ist einfach Dienstspawn. Wie unfair ist das denn? Aufwand lohnt sich nicht. Immer wieder. Lass mich, ich bin hungrig. Ich hab einen Lurch, willst du einen Lurch? Nein. Wir sind eigentlich konkurrierende Lager. Ich hab hier auch 4 oder 5 Hasen noch hängen. 4 oder 5, Alter, der scheißt halt richtig rein. Ach Mann, ey. Ich mag das Spiel nicht. Du magst das Spiel nicht oder du weißt nicht, wo du die Viecher töten kannst? Das ist nicht beides dasselbe? Nee, nicht so. Das ist schon mal fertig. Das ist schön für dich. Bist du jetzt sauer? Nein! Weil ich Tiere habe und du nicht. Ja.
Also, das ist schön, hier auf der Essensseite zu leben. Hast du Asthma? Ich hasse Ich dich. frage Marcel auch immer, weil der atmet auch immer so schwer. Wenn du Asthma hast, ich kenne einen guten Arzt. Er hilft dir. Also, wie gesagt, also, ne, also, falls du einen Asthma Nee, hast, ich glaube, das Brain ist so eine Fog. grundsätzlich eine allergische Ey, Lurch. Reaktion. Ey, ey, da sind zwei Lurche. Nice. Du blöder Scheißhase, renn da jetzt rein! Ey, das hättest du sehen müssen. Wirklich so provokant bis zu der Falle und dann umkehren. Alter! Ich glaube, das ist einfach so eine allergische Reaktion, die man hat, wenn man mit dir abhängt. Dieses Ja, Atmen. natürlich. Es ist doch nicht wahr, ey. Mal ganz im Ernst. Ich hasse dieses Spiel. Was Essen jedenfalls angeht. Ich habe einen richtig Scheißspot, was Essen angeht. Am besten ist, ich Dann klatsche wäre es einfach vorbei. überall irgendwelche Fallen hin und guck dann. Vor allem, ich hatte sogar ein Bambi eben, ne? Das wäre so geil gewesen, aber dann auf einmal despawned. Ninja Bambi. Du weißt, dass du aus diesem Bambi auch nur ein Stück Fleisch kriegst? Nee, mehrere. Eigentlich. Waren das nicht mehr so zwei, drei? Es war eben gerade so geil, dass hier auf einmal so ein Koffer hingespawnt ist, beziehungsweise einfach so hingeslidet ist. Oh, ich habe neue Klamotten gefunden. Alter, ist okay, ich weiß, dass ich das Lurch-Ding nicht mehr nehmen kann. Ich hab's verstanden. Du provozierst mich heute gerne, ich merke das schon. Nein, mich nervt es, dass ich irgendwann diese scheiß Haut nicht mehr nehmen kann von diesen Viechern. Ach so. Das weiß ich aber. Aber der zieht die ja trotzdem immer ab, wie blöder. Ich brauche jetzt hier nochmal eine Falle hin, ey. Schnauze voll langsam. Ich brauche jetzt hier mal Fallen hin. Nee, ich bin langsam pisst, also ganz ehrlich. Wenn ich da nichts finde langsam, na, dann zweifle ich an meiner Existenzberechtigung. Sei einfach ruhig. Ich höre dein Lachen bis hier. Hey, ich mach nicht mal was. Da jemand sauer? Nein. Mir gar nicht aufgefallen. Ist so schön, wenn du an diesen Tieren vorbeiläufst und weißt, so, ich esse dich trotzdem. Ich Ein sag, Lurch. oh Gott, ein Lurch, zwei Lurch. Ja, den habe ich. Nee, nee, der lebt nicht mehr, der ist tot. Was anderes. Diese. Ich gib's auf, ey. Ich verhungere einfach mehrfach. Und fangen dann wieder von neu an.
fange dann einfach wieder von neu an. Das ist einfach so. Also ich weiß nicht wieso, aber ich habe die Vermutung, er ist verzweifelt. Das ist voll nicht so mein Ding. Ich weiß aber nicht, was mir das, was mir... Hier baue ich noch eine Falle hin, komm, man hat ja nicht genügend Stöcker, jawohl, mal rein damit. Die Basics auf ganz neuem Niveau, Alter. Ich habe, glaube ich, drei Fallen. Das reicht. Ich habe jetzt 8, glaube ich. Also wenn du jetzt so verhungerst, ne, dann mach ich dich aus. Sind halt natürlich jetzt nicht alle nebeneinander, ne? Ich muss dann immer mal wieder rumgehen. Solltest du auch nie, niemals nebeneinander bauen. Ich kann keine Stöcker mehr aufnehmen, okay. Prüfe erstmal meine Fällen. Ist okay. Ui, alle drei leer. Ui! Ui, Memo! Auch zu Frosch. Ich finde das immer schön, wenn du einen Frosch hörst, aber weißt, er ist nicht da. Und warum ist er nicht da? Weil die hier in diesem Spiel nicht existieren. Noch nicht. Bis ein Update kommt. Ich glaube, hier kommt kein Update mehr für das Game. Was? Was ist los, Kevin? Ach, nichts. Magst du das Spiel? Absolut. Findest du, war eine gute Idee, Staffel 2 anzufangen? Mhm. Absolut. Und du klingst so sarkastisch. Ich weiß nicht, wieso. Ich verstehe gar nicht Sarkasmus. Als ob dich irgendwas bedrücken würde. Nee. Oder dich... Ja, wie sagt man, mental wenigstens, anpassen würde. Wenigstens. Aber weiter nach vorne gehe ich jetzt nicht. Ich würde halt auch gerne noch ein paar Tiere hier haben zum Überleben. Weiter gehe ich nicht nach vorne, man hört die ganze Zeit nur sein X-Smasche. Nein, das war ja nur eine Falle, die ich jetzt noch fertig machen wollte und jetzt habe ich gerade ein Reh gefunden und gefangen. So, und jetzt gehe ich wieder zurück. Weil jetzt habe ich wenigstens einen Hasen und ein Reh. Das ist wenigstens etwas. Sag nichts. Sag doch gar nichts. Ja, besser so. Voll aggressiv. Spaß. Wir können gleich schlafen. Ja. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Bam 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 bam. Bam ba da da. Ja, Mann. Ba da 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 da. Spiel gerettet. Gerettet, 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 gerettet.
Das Spiel ist gerettet. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben jetzt, ich sag mal, 1,5 Stunden, na gut, okay, 1 Stunde und 15 Minuten aufgenommen. Ich denke, das wird erstmal reichen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.